Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Moin, herzlich willkommen zu LS19. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir sind hier immer noch fleißig am Heu machen, wieder hier oben direkt am Hof. Weil unsere Felder, die wachsen so vor sich hin. Da müssen wir jetzt drauf warten. Und dann können wir nämlich Soja ernten. Sojabohnen und können die dann auch verkaufen. Und ich hoffe, dass ich damit dann endlich mal ein bisschen Geld mache und einen vernünftigen Kreislauf hier mal reinkriege, ohne dass ich hier immer mir alles nur mieten kann und Ertrag ist einfach echt nicht hoch und für Missionen gibt es gar nichts an Kohle gefühlt, also das ist echt eine Katastrophe, finde ich. Ja, seid ihr gut reingerutscht? Habt ihr den gestrigen Abend gut verbracht? Ich hoffe doch. Ja? Oder war es zu heftig? Habt ihr heftig gefeiert? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr gefeiert habt. Habt ihr durchgezockt? LS19, Multi, was weiß ich, Silvester, Multiplayer Session oder was? Keine Ahnung. Könnte man ja auch mal machen. Jo, mal gucken, was das Jahr 2019 für uns vorbereitet hat, womit es uns überraschen will, was wir hier für Karten, für Mods, für Skripte finden werden im LS. Wie schnell das geht. Und ob es da coole und brauchbare Sachen wieder gibt. Müssen wir uns echt mal überraschen lassen. Ja, von mir wird sicherlich auch die ein oder andere Überraschung mal geben. Zum Thema YouTube, vielleicht Projekte mit anderen YouTubern. Mal gucken, da sind so ein paar Sachen im Gespräch, das sagte ich ja schon mal. Und ansonsten kann ich im Moment erstmal nur sagen, abwarten und Tee trinken. Sozusagen. Da irgendwie durch. Der Tee erst zusammenklappen. Machen wir hier noch mal ein bisschen. Viel ist es nicht. Aber ein bisschen was kriegen wir hier auch hin. Oben auf meinem Feld. Nützt ja nichts, ne? Wenn man so schön sagt. Ja, wir machen erstmal hier weiter. Mal gucken, wenn ich denn, das ist jetzt das vorletzte Video aus meiner Aufnahmesession, die praktisch noch vor Weihnachten stattgefunden hat. Und daher kann ich euch noch gar nicht so viel sagen dazu, was denn jetzt als nächstes passiert, weil ich jetzt echt lange weg war. Und ich kann euch noch nicht sagen, zum Beispiel auf welcher Karte ich vielleicht demnächst noch spiele. Ob das jetzt hier auf der Felsbrunnen bleibt, ob ich was anderes mache oder ob ich zusätzlich was anderes mache. Das kann ich euch echt noch gar nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß. Dann lasse ich mich selber überraschen.
was denn jetzt alles so auf dem Markt ist, was zu empfehlen ist. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine Karte seht, die jetzt schon draußen ist, die ihr gerne sehen würdet, wie ich drauf spiele. Schreibt es doch mal rein. Vielleicht kann man da ja was machen. Vielleicht gefällt sie mir ja, vielleicht spiele ich sie ja. Mal gucken, ich suche ja auch immer Vorschläge. Aber bitte jetzt nicht irgendwie so ein Quatsch von irgendwelchen Mod-Klauseiten oder so, ne? Und wenn ihr was reinschreibt und das ist irgendwas, was, sag ich mal, unbekannt ist, also entweder wo man die kriegen kann, also was weiß ich, alles Mod Company einfach reinschreiben oder eben direkt vielleicht einen Link zum Download, dass man da, also dass ich dann das auch finde, weißt du, das muss man doofen ja erklären sozusagen. Könnte man jetzt hier sagen, fast. Und daher gerne mit reinschreiben. Oder auch eben, wenn ihr echt coole Mods irgendwie entdeckt habt oder so. Gerne schreiben. Bin auch immer auf der Suche. Im Moment ist das hier einfach eher so, ja, ich nehme mal, was ich so kriegen kann, was es bisher so gibt an Mods. Also natürlich auch längst nicht alles. Auch so ein bisschen, ne, ich brauche jetzt nicht unbedingt den 435.000. Standard-Fend, bei dem man dann aber die Farbe der Felgen wechseln kann oder so. Das finde ich dann weniger interessant. Ja, also so diese ganzen Standard-Traktoren einfach nur dann, was weiß ich, Farbwahl hinzugefügt oder so, was ja einige machen. Ist okay, hat seine Berechtigung, aber ich habe da kein Interesse dran. Sondern es muss schon vernünftig sein und es muss vor allem, was mir wichtig ist, nicht irgendwie geklaut sein. Sondern gerne, wenn dann Originalmod. Ansonsten ja, brauche ich das nicht. Nein, da respektiere ich dann die Modder auch doch zu sehr. Hier noch mal eben, dann haben wir es bald. Noch eine Bahn und da an den Seiten. Und dann können wir im Prinzip auch schon schwadern und pressen. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie weit mein anderes Feld ist, wenn ich auch Sojabohnen drauf habe. Müssen wir gleich mal gucken. Das können wir aber über die Übersicht machen. Ich will hier nur eben zu Ende mähen. Okay, ja, gut. Kann ich verstehen, das funktioniert nicht. Das sieht hier aus. Dann hätten wir nochmal aufräumen können. Nein, Quatsch. Beiseite. Wenden, damit das dann auch voll wird.
Lift hier hoch. So zwei Bahnen und dann sind wir hier durch. Dann gucken wir mal, wie es unserem anderen Feld geht. Hier die erste Wachstumsstufe gleich mal erreicht ist, müssen wir uns dann auch dran machen, das Feld noch zu düngen, damit wir das dann auch ernten können, damit wir da auch richtig Ertrag haben. Unkraut müssen wir vernichten, ganz klar, gar keine Frage. So, das kann wieder weg. Also mal fertig. Als nächstes muss das Ganze geschwadert werden. Oh Mann, Mann. Oh, ist immer was zu tun. Wird nicht langweilig, oder? Doch, ja, manchmal schon. Ist etwas... frontlastig gewesen mit dem Schneidwerk, dem Mähwerk. Selbstverständlich, klar. So. Und jetzt? Mal gucken. Feld 19 ist. Okay. Noch lange nicht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu schwadern. Juhu. Es nützt nichts. Muss gemacht werden. Ist langweilig, ich weiß. Nixe langweilt sich hier alleine. Mein letztes Färbelnab. 4 Stück hatte ich. Muss die alle wieder verkaufen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Was ist das denn? Ist ja gar nicht dargestellt. Guck mal. Seht ihr das? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ist noch nicht an, deshalb. Was ist das denn für eine Verarsche? Das wäre mir doch beim ersten Mal schwadern schon aufgefallen. Mit Sicherheit. Ups. Ich werde gleich mal zusehen, dass ich vielleicht ein bisschen größere Schwaden mache. Indem ich einfach sage, ich mache jetzt gleich so, dass ich diesen einen Schwad damit reinziehe oder so. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Brauche ich nachher beim Pressen nicht so viele Bahnen fahren, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Auf der anderen Seite muss ich dafür jetzt hier beim Schwaden mehr fahren. Tut sich eigentlich alles nichts.
Jo, liebe Leute, die erste Ausgabe im neuen Jahr ist vorbei. Mal gucken, wie das weitergeht, wie viele Ausgaben wir jetzt schaffen. Hammer. Also ich habe ja über 500 Ausgaben LS17 gemacht. Ja, ne, gut, vielleicht nicht über 500 im Jahr 2018, aber insgesamt, aber knapp unter 500 werden es gewesen sein. Und ja, dann noch Livestreams, Tutorials, dann meine Mods. Das war ja jetzt nicht so viel, waren ja eigentlich nur zwei, aber... Ja, also, ich bedanke mich bei euch fürs Wiedereinschalten. Würde mich freuen, wenn ihr mir im Jahr 2019 genauso treu bleibt, wie ihr es im Jahr 2018 wart. Wenn ihr mich weiter unterstützt durch Kommentare, durch Likes, durch Abos oder was auch immer. Ja, würde mich echt tierisch freuen, auch wenn ihr in die Livestreams einschaltet. Vielleicht gibt es Freitag einen Livestream. Samstag gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass es endlich wieder einen Livestream gibt. War ja jetzt lange ruhig, irgendwie fast 4 Wochen, glaube ich, gab es keinen dann. Ja, wie gesagt, schaltet gerne rein, würde mich tierisch freuen. Und morgen, 10 Uhr, gibt es die nächste Ausgabe. Verabschiede mich von euch, wie gewohnt, und sagt ciao.